Ich weiß, jetzt wird die ein oder andere von Ihnen denken, jede Wahl ist wichtig und das erzählen die Politikerinnen und Politiker immer, das ist ja auch so. Also werde ich mich bemühen, Sie gleichwohl zu überzeugen, dass das eine wichtige Wahl ist. Und ich werde mich bemühen, Sie zu überzeugen, dass es wichtig ist, bei dieser Wahl die Partei Die Linke zu wählen. Zurzeit werben alle Parteien um ihre Stimmen. Und wenn Sie nicht genau hinschauen, dann sind alle irgendwie sozial, alle sind irgendwie für die Kinder und alle sind irgendwie für eine bessere Welt. Und die Kritischen unter Ihnen werden jetzt sagen, ja, so ist das und die Linke unterscheidet sich ja da auch nicht. Und nun möchte ich Ihnen einen Grund liefern, warum die Linke einen anderen Ausgangspunkt hat. Wir müssen die großen Finanzhäuser trockenlegen. Und das geht im Landtag beispielsweise, indem man die Sparkassen stärkt und indem man sich endlich wieder der Tatsache öffnet, dass kleine Einheiten demokratischer sind als die großen, gigantischen Einheiten, die niemand mehr überblickt. Unsere Formel, was den Finanzsektor angeht, ist ganz einfach. Wir sagen Sparkassen statt Zuckerbogen. Das ist die Zukunft, wenn es um eine gerechte Ordnung in der Finanzwelt geht. Und davon könnten all diejenigen auch profitieren, wenn es nach uns geht, die am Monatsende ihr Konto überziehen müssen. Denn da passiert was ganz Abenteuerliches. Die Banken kriegen von der Europäischen Zentralbank das Geld für 1%. Und wenn einer von ihnen das Konto überzieht, dann verlangen sie von dem 12, in der Spitze 18%. Das ist Hurra, das gehört gesetzlich verboten. Die Einzigen, die das sagen, sind wir, die Linke. Als wir im Landtag des Saarlandes ein Gesetz eingebracht haben, um Wucherzinsen zu verbieten, haben alle anderen Parteien dagegen gestimmt. Die SPD hat gesagt, das kann man nur machen, wenn die Deutsche Bank das auch macht und wenn die Commerzbank das auch macht. Da kann ich so sagen, da kann man lange warten. Wenn das weiter so geht, dass niemand den Mut hat, die öffentlich-rechtlichen Banken zu stärken und von ihnen zu verlangen, dass sie keine Wucherzinsen zu erheben, dann werden die ärmeren Leute immer weiter abgezockt. Anderes Beispiel, Benzinpreise, Energiepreise. Jetzt hören Sie seit Monaten, dass auch die anderen Parteien sagen, da muss was getan werden. Und jetzt hat sich die Regierung Merkel zu einem Höhenflug emporgerafft. Sie sagt, die Tankstellen und die Mineralölkonzerne, sie müssen die Preise melden. Ist ja wirklich toll. Also so kann man jetzt wirklich das Volk verarschen. Vielleicht muss man deutlich werden. Meinen Sie, das ändert etwas an den Preisen, wenn die die melden müssen? Ja, die haben noch nicht mal den Mumm, wir für in Luxemburg Höchstpreise festzusetzen und zu sagen, teurer als dieser Preis darf das Benzin nicht werden. Wir, die Linke, wir sind für Höchstpreise im Energiesektor. Es geht nicht mehr anders. Und das ist wiederum die Eigentumsfrage, von der ich Ihnen vorhin erzählt habe. Solange wir die Monopole haben, auch beim Strom, so lange werden die Monopole RWE und wie sie alle heißen, die Strompreise unter sich absprechen und sie, was jetzt wieder geschieht, abzocken. Und jetzt kommt wieder die Frage, was ist die Alleinstellung der Linken? Ja, alle anderen Parteien, auch die Grünen, hören Sie genau zu, sind gut Freund mit RWE. SPD sowieso, CDU auch, FDP brauche ich gar nicht drüber zu reden. Die gäbe es ja gar nicht, wenn das große Geld die FDP nicht immer wieder füttern würde und immer wieder versuchen würde, sie auch über die 5% zu hieven. Gucken Sie mal genau an, was passiert. Sie brauchen doch diese Partei, die den Interessen der Reichen dient, wie keine andere Partei. Aber auch die anderen Parteien lassen sich
Konzernen sponsern, auch die Grünen. Und deshalb sagt die Linke als Einzelpartei, es muss ein Gesetz her, das Spenden von Großkonzernen an politische Parteien verbietet. Wir brauchen keine gekaufte Politik. Und da sage ich manchmal scherzhaft, wenn Sie keinen Grund finden, die Linke zu wählen, dann haben Sie doch ein bisschen Mitleid mit uns. Wir kriegen nicht das Geld der Großkonzerne wie alle anderen Parteien. Wir können nur um ihre Stimme werben. Also wenn die anderen das Geld der großen Konzerne kriegen, geben Sie uns bitte Ihre Stimme, meine Damen und Herren, zum Ausgang. Aber das hat natürlich Ursachen. Die großen Konzerne wissen ja, dass wir Maßnahmen vorschlagen, die ihren Interessen, Gewinne zu machen, entgegenstehen. Deshalb unterstützen sie nicht uns, sondern die anderen Parteien, die dafür lieber sind und viel einsichtiger sind, wenn es um die Interessen der Wirtschaft geht. Aber gucken Sie doch mal, wie sich Gewinne und Einkommen in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich sehe Ältere unter uns. Als es noch den sogenannten rheinischen Kapitalismus gab, ein Ausgleich so ein bisschen noch zwischen Kapital und Arbeit, da sind im Zuge des allgemeinen Wohlstandes auch die Einkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewachsen, sind auch die Renten noch gestiegen. Das ist seit Jahren anders geworden. Die gegenteilige Entwicklung ist eingetreten. Die Gewinne explodieren. Die Einkommen der oberen 10.000 explodieren und die Löhne des arbeitenden Volkes, die Renten und die sozialen Leistungen werden immer weiter zurückgefahren. Deshalb geht es um eine demokratische Gesellschaft. Denken Sie an das, was ich zu Beginn meiner Ausführungen gesagt habe. Wir müssen in den Parlamenten und darüber hinaus die Frage stellen, wer entscheidet eigentlich über die Zukunft unserer Gesellschaft. Entscheidet darüber das große Geld oder entscheidet darüber die Bevölkerung mit ihren Interessen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Und viele von Ihnen denken, wir gehen gar nicht mehr zur Wahl. Die machen doch alle dasselbe. Und ich weiß, dass viele so denken. Und dennoch werbe ich hier dafür und sage, nein, Sie müssen es versuchen. Sie müssen es versuchen mit einer Partei, die noch nicht gekauft ist, ich sage es mal so brutal, die noch nicht gelobt wird von der Presse, die ja nichts anderes ist als ein Sprachrohr des großen Geldes und der wirtschaftlichen Mächtigung. Und diese Partei, die wir vor einigen Jahren neu gegründet haben, und die Sie am liebsten aus dem Parlament wieder draußen haben wollen, weil wir das Konzert, die Harmonie stören. Diese Partei, die Linke, braucht ihre Stimme. Nicht, weil man der Linke Wählerstimmen geben muss, sondern weil es eine Kraft geben muss, die für höhere Renten, für höhere Löhne und für bessere Lebensbedingungen streitet. Das sind wir, weil wir die Einkommensfrage stellen und auch den Großen und Reichen ans Geld geben wollen. Jetzt sagen Sie hier, wir müssen die Schuldenbremse einhalten. Ja, wer hat denn diese Schuldenbremse überhaupt ins Gesetz geschrieben? Das waren CDU und SPD. Und die sagen, ja, wir können ja die Bevölkerung nicht immer mehr, wir können das Land nicht immer mehr verschulden. Jetzt stelle ich Ihnen noch einen dritten Punkt hin. Ich habe gesagt, was ist Demokratie und was ist eigentlich Eigentum? Jetzt der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, was sind eigentlich Schulden? Meinen Sie auch, ist doch klar, was Schulden sind? Nein, das ist aber nicht klar. Die Schulden des Staates sind was ganz anderes als Ihre Schulden, wenn Sie denn Schulden haben. Ich will ein Geheimnis verraten.
das in den Parlamenten nicht bekannt ist. Das Geheimnis, das ihn verraten möchte, ist, die Schulden des Staates sind das Geld der reichen Leute. Glauben Sie nicht? Da will ich den Beweis antreten. Alle mal die Hände heben, die griechische Staatsanleihen gekauft haben. Alle mal die Hände heben, die portugiesische Staatsanleihen gekauft haben. Sie wollen noch keine Hand oben. Alle mal die Hände heben, die deutsche Staatsanleihen gekauft haben. Eine Hand ist um zwei. Immerhin. Aber das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Reichen, wenn ich das im Fernsehen so beurteilen kann. Es gibt natürlich einen bescheidenen Umfang. Auch Besitz von Staatsanleihen bei mittleren Einkommen und so weiter, das ist klar. Aber die große Mehrheit der Staatsanleihen, also der Schulden, ist gekauft worden von den Millionärinnen und Millionären in Europa und in Deutschland. Für Deutschland will ich Ihnen die Zahl nennen. Die alle deutschen Schulden zusammen sind 2000 Milliarden. Das Geldvermögen der Millionärinnen und Millionäre in Deutschland sind 2200 Milliarden. So, jetzt kommt die große Denksportaufgabe. Für alle Parlamentarier im Bundesparlament, in den Landesparlamenten und so weiter, wenn wir 2000 Milliarden Schulden haben und die Millionäre 2200 Milliarden Geldvermögen, wie kriegen wir die Schulden wieder runter? Sehen Sie, und jetzt, da ist selbst der Hund beleidigt, wenn er das hört. Jetzt sagen die Merkels und die Gabriels und wie sie alle heißen, die, ja, nicht der Hund, der empört sich jetzt und er weiß, was kommt. Die sagen, wir kriegen die Schulden wieder runter, indem wir Löhne drücken, indem wir den Beamten die Beamtengehälter kürzen, indem wir die Renten kürzen. Und so weiter und so weiter. Das habt ihr alle mitgemacht in den letzten Jahren. Alle, wie ihr hier steht. Und die Reichen freuen sich, weil das Ganze ja nicht aufgeht, wird noch mehr Schulden gemacht. Können sie noch mehr Staatsanleihen kaufen. Und die Linke gibt eine Antwort, warum die anderen sie nicht mögen. Die Linke sagt, es ist ganz einfach, wenn wir die 2000 Milliarden Schulden abbauen wollen, müssen wir an die 2200 Milliarden der Millionäre gehen. So einfach ist das. Diese einfache Weisheit hat nur eine Partei, die Partei Die Linke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und solange sie sich von den Medien, die die Sprachrohre der Reichen sind, solange sie sich von den Kommentatoren einreden lassen, nein, wir müssen hier sparen bei den Arbeitnehmern. Und wir müssen hier sparen bei den Rentnern. Wir müssen sparen bei den Beamten und was weiß ich alles. So lange geht der ganze Quatsch immer weiter. Und so lange wird die Bevölkerung immer weiter blechen müssen für die Zockerei und für die Bereicherung einer Minderheit der Bevölkerung. Und deshalb sagt die Linke, wir sind auch für Schuldenabbau. Aber wir sind die einzige Partei, die weiß, wie das geht. Wenn die Schulden das Geld der reichen Leute sind, dann ist doch der Schluss gar nicht so schwierig, dass wir endlich eine Millionärsteuer in Deutschland brauchen, statt Rentenkürzungen, Lohndrückerei und Sozialabbau. Gott sei Dank haben das jetzt die Sozialisten in Frankreich begriffen. Die waren auch ein paar Jahre schon sehr sozialdemokratisch, ich kenne die alle. Sie waren auch im Neoliberalismus so drin. Und jetzt hat der Hollande gesagt, der wahrscheinlich die Wahlen jetzt am Sonntag gewinnt, alles, was über eine Million an Einkommen ist, das will er mit 74% besteuern. Fallen Sie hier in Deutschland alle wieder in Ohnmacht, können Sie gar nicht mehr denken. Ich sage Ihnen noch ein Geheimnis. Ich bin der Überzeugung, keiner arbeitet so viel, dass er im Jahr mehr als eine Million bekommen muss. Das ist doch alles irre. Sie sind alle nur im Zustand von Grimms Märchen, wo es einen König gibt oder einen Kaiser gibt, der viel Gold sammelt oder Schätze. Nein, das Vermögen der Reichtum kann nur durch Knochenarbeit entstehen. Und die Knochenarbeit muss gut bezahlt werden.
nicht die Arbeit von Faulenzern oder solchen, die sich auf Kosten der Mehrheit bereichern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich könnte jetzt durch viele Bereiche der Politik gehen, ja, vielleicht spreche ich einen nur an, weil wir hier ja eben auch über Rot-Grün sprechen, den Energiebereich. Alle sind für Umweltschutz. Aber da ist doch dieselbe Frage, die ich zu Beginn gestellt habe. Umweltschutz zu fordern ist das eine. Aber die Frage aufzuwerfen, wie kriegen wir denn die Umwelt geschützt und wie kriegen wir preiswerte Energieversorgung, das ist die andere Frage. Das ist die nächste Frage. Und da sage ich Ihnen eines, wenn es bei den Monopolen bleibt, dann kriegen wir die Umwelt nicht geschützt. Und dann kriegen wir vor allen Dingen keine preiswerte Energieversorgung. Und das haben die Grünen noch nicht begriffen. Für diejenigen, die unter Ihnen sich interessieren für dieses Detail, zwei Hinweise. Die Grünen bei uns im Landtag hier sind für Desertec, also für eine große Solaranlage in der Sahara. Und der Strom, der soll dann über Überlandleitungen und unter Meer durch hier nach Deutschland, Europa gebracht werden. Wunderbare Idee, auf den ersten Blick. Aber wer soll denn das bezahlen? Das können doch keine kleinen Unternehmer bezahlen. Dazu braucht man große Konzerne, die Milliarden investieren können. Oder die großen Windparks in der Nordsee. Die sollen auch Strom erzeugen. Der soll dann mit Überlandleitungen, Gleichstromleitungen, neuen Leitungen, soll dann überall hingebracht werden. Aber wer soll denn das bezahlen? Wiederum die Großkonzerne. Und das ist dasselbe wie im Finanzsektor. Wenn man die großen Banken bittet, wie die Grünen bittet, durch große Anlagen der Sahara oder Windparks in der Nordsee zu bauen, mit Überlandleitung, dann haben wir weiterhin die Monopolwirtschaft. Wir wollen aber Sparkassen statt Zuckerbuden und Stadtwerke statt RWE, MBW und wie all die Großkonzerne heißen. Das ist unser Gegenkonzept. Als ich noch Bürgermeister war in Saarbrücken, hatten wir eigene Stromerzeugungsanlagen. Wir hatten 3 Kraftwerke und der Stadtrat konnte noch die Preise festsetzen. Die Erzeugung war allein in der Energie, in der Regie der Stadträte und der Gemeinden. Nur den Rohstoff, den mussten wir einkaufen. Jetzt kann man den Rohstoff ja einkaufen über erneuerbare Energien. Aber die Erzeugung sollte nicht bei Monopolen liegen, sondern bei Stadtwerken. Und deswegen sagen wir auch hier gegen die Grünen, gegen die anderen Parteien, Stadtwerke statt Großkonzerne ist die Antwort bei der Energieversorgung. Ich fasse zusammen, meine Damen und Herren, wer gesellschaftliche Lebensbedingungen, Lebensumstände verändern will, muss die Frage nach den Machtstrukturen der Gesellschaft stellen. Und diese Frage stellt als einzige die Partei Die Linke, indem sie sagt, was ist eigentlich Eigentum? Und indem sie eine Brandfackel in die Gesellschaft fordert und sagt, Eigentum soll durch Arbeit entstehen und nicht dadurch, dass man andere für sich arbeiten lässt. Anders ausgedrückt, wir wollen, dass Wohlstand entsteht für die Mehrheit der Bevölkerung. Das geht aber nur, wenn die Mehrheit der Bevölkerung den Ertrag ihrer fleißigen Arbeit erhält. Und da gibt es nur eine Partei, die sollten Sie wählen bei der bevorstehenden Wahl, die dafür eintritt. Das sind wir, die Partei Die Linke. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und dass wir lange hier ausgehört haben. Dankeschön an Oskar Lafontaine. Und bevor die Taubenvergifter noch mal kurz hier auf die Bühne kommen, noch mal 2 Worte. Ich glaube, es ist ganz gut klar geworden, dass die Linke stört in den Parlamenten. Die Linke stört nämlich die anderen Parteien in ihren Bemühungen um Sozialabbau. Und deswegen noch mal die Bitte von uns. Erstens, gehen Sie am 13. Mai wählen. Und wer will,
dass die Sozialdemokraten wieder sozialdemokratisch werden und die Grünen wieder ökologisch, der muss die Linke wählen. Vielen Dank und einen schönen Tag.